Es ist kurz vor Mitternacht am 30.11.2003. Es ist inzwischen dunkel in Hongkong, aber die grellen Neonlichter der Wolkenkratzer erhellen den Nachthimmel. Die Sonne ist schon vor ein paar Stunden untergegangen und im Stadtteil Wan Chai hat sich eine Gruppe Jugendlicher zusammengefunden, die alle in die gleiche Klasse der Sekundarschule in North Point gehen. Dass sie sich erst nach Sonnenuntergang treffen, hat einen Grund, denn sie haben einen Plan. Sie wollen zur verlassenen St. Luke's Secondary School in der Ship Street. Ein gespenstisch gruseliges Gelände und somit genau das Richtige für die 8 GeisterjägerInnen. Sie sind aufgeregt. Aber als sie an der Schule ankommen, ist das Haupttor verschlossen. Sie kommen nicht hinein. Die Enttäuschung ist groß. Niedergeschlagen macht sich die Gruppe auf zu einem nahegelegenen Park, um sich zu unterhalten und wenigstens ein bisschen gemeinsam abzuhängen. Vielleicht fällt ihnen ja noch ein anderes Abenteuer ein. Immerhin ist das ehemalige Schulgebäude nicht der einzige gruselige Ort in diesem Stadtteil. Nicht mal in dieser Straße. Genau genommen ist die Ship Street eigentlich für ein anderes Gebäude bekannt, das sich auf einem Hügel hinter Bäumen und zwischen riesigen Baustellen versteckt. Ein Gebäude aus roten Ziegelsteinen mit imposanten weißen Säulen am Eingang. It sits halfway up the hill, so it's actually built on a terrace that is leveled off for this one major building to stand there. And the facade is mainly made of red bricks, which is very different from other buildings or traditional Chinese houses that will be more of the gray, dark brick. It's a red brick building. Das mehrstöckige Gebäude, das als einziges direkt am Hang des Hügels gebaut wurde, ist nicht wie andere Häuser in der Gegend. Der Baustil erinnert an europäische, neoklassizistische Bauart, gemischt mit traditionell chinesischen Elementen. Und es ist nicht ganz leicht zugänglich. Um zum Haus zu gelangen, muss man die vielen Stufen der Ship Street Treppe hinaufgehen, dann durchs seitlich gelegene Haupttor gehen und sich nochmals umdrehen, bis man zum Vorgarten des Hauses gelangt und es in seiner ganzen Pracht bestaunen kann. Und den Fuß genau dieser Treppe sehen die Jugendlichen an diesem Tag, Ende November, als sie überlegen, wie sie nun den Rest des Abends verbringen werden. Namco Terrace ist berühmt-berüchtigt. Immer wieder sollen Menschen hier Selbstmord begangen haben. Es sollen Leichen gefunden worden sein und vor allem sollen im Haus die unruhigen Seelen derer umherwandern, die ihre letzten Stunden im Haus verbracht haben. Eigentlich perfekt für eine Gruppe Geisterjäger. Und so machen sich die Jugendlichen auf, nichts ahnend, was ihnen in dieser Nacht noch bevorsteht. Gänsehaut. Gänsehaut am ganzen Körper. Erstens wegen deiner Stimmlage schon wieder. Es ist wirklich 10 von 10. Und zweitens unruhige Seelen und die Betonung auf, ach Marc, du machst mich fertig, die Betonung auf diesen roten Backstein, mit dem Haus da, ich krieg's nicht zusammen. Irgendwas ist da wieder, ach, schaurig, phänomenal, paranormal. Ja, dieser Podcast-Name ist wirklich eine 10 von 10, wirklich. Wie viele Koffergeld müsste ich dir geben, damit du mit einer Gruppe GeisterjägerInnen zu einer verlassenen Terrasse in Hongkong gehst, wo man weiß, da spukt's? Nicht mal für G-Eazy oder Central Sea, wenn die mich da einladen würden auf ein Date, würde ich da hingehen. Niemals. Also nix, kriegst mich dafür kein Geld der Welt rein. Weil du kennst ja meine Meinung, tote Seelen lässt man in Ruhe. Phänomenal paranormal. Parshad und Marc Augustat erzählen euch wahre Geschichten von unerklärlichen Ereignissen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Phänomenal Paranormal. Hallo Parshad. Hi Marc. Wie geht's? Ich bin sehr aufgeregt. Vor allem so Stories mit Geistern und alles. Ich finde das ultra faszinierend und ach, ich glaube, heute wird mal wieder bestätigt. Ja, Leute, lasst tote Seelen einfach in Ruhe. Lasst einfach diesen Geisterjäger-Quatsch. Das bringt niemandem etwas. Wirklich niemandem. Es ist hier vielleicht die falsche Zielgruppe, weil vielleicht einfach ein paar Leute auch daran interessiert sind. Genau daran. Sonst würden ja, sie nicht, ich kann es auch verstehen. Ich bin auch super neugierig. Ne? Also ich kann nicht schlafen, wenn ich da irgendwas sehe und es unerklärt ist und so. Oder wenn da nur ein Komma ist statt ein Punkt oder ein Ausrufezeichen. Aber manchmal muss man Dinge auch so belassen, wie sie sind. Und heute, hören ja, aber ja, hingehen? Why? Würdest du hingehen? Sei ehrlich. Nein, auf gar keinen Fall. Null.
Was ich auch so Hammer finde, Marc, wir haben ja mehrmals dazu aufgerufen gehabt, ne? Schickt uns Nachrichten oder Mails und wir haben so viele Messages und Mails bekommen mit persönlichen Stories oder mit anderen persönlichen, unerklärlichen, phänomenal paranormalen Geschichten. Und ich habe auch, weil du jetzt im Intro oder das Intro allgemein jetzt gerade zu der Folge so krass die Betonung gelassen hat auf dieses rote Backstein-Ding, es wurde jetzt mehrmals erwähnt, da muss ja auch irgendwas sein. Ich habe da etwas zu der einen Folge mit dem Hotel in Amerika, weißt du noch? Da ging es doch Crescent um... Crescent Hotel, ja. Ja genau, das Crescent Hotel, das kann man nochmal nachträglich hören, wenn man sich reinklickt nochmal in unsere Playlist mit den ganzen Folgen. Und da hat mir der liebe Malte eine richtig geile Message geschrieben, die lese ich jetzt einfach mal vor. Hallo liebe Parshad, ich habe gerade eure neue Folge von Phänomenal Paranormal gehört und in dieser Folge ging es um das Hotel in den USA. Erstmal möchte ich mich beschweren, finde ich geil. Erstmal möchte ich mich beschweren, dass Stonemason mit Maurer übersetzt wurde. Ich selbst bin ein Steinmetz und arbeite in einem Granitwerk, in dem wir Grabsteine, alle möglichen Einrichtungsgegenstände sowie Statuen und Skulpturen aus Granit herstellen. Das Handwerk ist ja wie bekannt das älteste Handwerk der Menschheit, da es sich dabei einfach um Steine handelt. Mit einem Lachsmiley, finde ich sympathisch. Worauf ich aber zurückkommen wollte, um euch ein wenig einzuleuchten, ist, Kalkstein wird auch bei uns immer als bemerkenswertes Material beschrieben. Da Kalkstein eine relativ geringe Dichte hat, hält er Feuchtigkeit länger. Oft entscheiden sich Kunden dafür, einen Kalkstein für ihre Verstorbenen zu kaufen, da sie ihm eine beruhigende Wirkung nachsagen und er sich, wie gesagt, mit Wasser anders verhält. Ich finde euren Podcast extrem toll und freue mich auf viele weitere Folgen. Erst einmal, Malte, vielen Dank. Wir küssen dein Herz. Dankeschön. Freuen uns auch auf viele weitere Folgen. Und Marc, da war doch irgendwas mit dem Crescent Hotel, das war doch auch auf Kalkstein gebaut, oder? Es hat doch so eine Kalksteinbasis gehabt. Das Hotel wurde aus Kalkstein gebaut und es saß auf einem großen Berg, dem Crescent Mountain, wo unten eine sagenumwobene Quelle sein soll. Ah. Und da gibt es dann halt so Geschichten, dass die Verbindung von Kalkstein und Wasser spirituelle Dinge frei werden lassen soll. Aber das hat uns jetzt der Malte bestätigt oder zumindest kommt es auch in seiner Arbeit vor und es wird auch mitbedacht. Und das finde ich schon spannend. Ja, ich glaube einfach, vielleicht hat es nicht nur diese beruhigende Wirkung auf Verstorbene, sondern ist auch der Grund, weshalb so verstorbene Seelen dann in Anführungszeichen freundlich waren. Weil wie wir uns ja erinnern, im Crescent Hotel gab es ja keinen Geist, der etwas Böses wollte. Wir hatten nämlich einmal die nette Geisterdame, die Sachen sogar aufgeräumt hat. Dann hatten wir das Kind, was einfach nur spielen wollte, das Geisterkind. Ich finde das crazy. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr was baut und keine Geister wollt, dann checkt mal ab, ob es Kalkstein ist oder nicht. Und dann, wenn ihr keine Geister möchtet, auch wenn es nur freundliche Geister sind, einfach Kalkstein abreißen. Immer noch meine Meinung. Punkt. Immer noch meine Meinung. Vielen Dank, Malte, und danke an alle, die uns was zugesandt haben. Wir werden das in den folgenden Folgen immer mal wieder einstreuen und machen jetzt hier an dieser Stelle weiter und springen zurück nach Hongkong ins Jahr 2003 zur Namco Terrace. So the first thing that I think of when we talk about the Namco Terrace is that my ex-boyfriend actually used to rent an office space in the building right in front of Namco Terrace. Das ist Olivia Tang. Sie managt ein Tourguide-Unternehmen in Hongkong, das sich auf Gruseltouren spezialisiert hat. He has a team of about 30-something people. And no matter how much he cajole or try to even pay them, he can never get any of the local employees to sit on the side of the office that face Namco Terrace. And that's how locals are afraid of this place. Olivia hat uns erzählt, dass viele Einheimische es meiden, sich in der Nähe des Hauses am Hang namens Namco Terrace aufzuhalten. Sie hatten Angst vor diesem Ort. Ihrer Schilderung nach ist Hongkong aber auch jenseits von Namco Terrace eine aufregende Stadt. Hongkong, I think you can think about those movies like The Blade Runner that depict a highly developed city with a lot of skyscrapers, neon lights. When you go down to the ground level or go behind the back streets, it could be quite run down or the sound look a little bit seedy or something.
Olivia sagt, Hongkong wirkt wie eine hochentwickelte, moderne Stadt mit Wolkenkratzern und Neonlichtern. Aber sobald man in eine der Hintergassen einbiegt, bietet sich ein ganz anderes Bild. Es ist dunkel, teilweise heruntergekommen und es kann ein hartes Pflaster sein. Außerdem zeichnet sich Hongkong dadurch aus, dass es extrem hügelig ist. Es gibt kaum natürliches, flaches Land. Sehr viele Gebäude sind an Hängen gebaut. Eines davon ist das Haus mit den roten Ziegeln, Namco Terrace. Es befindet sich auf halber Höhe eines Hügels und ist ringsum von Hochhäusern umgeben und steht hinter Bäumen in einer versteckten Ecke. So Namco Terrace is very special. It's still standing as it was when it was first built in the 1910. And its surrounding has changed a lot. But it's a mystery for the city, for all the dwellers, that how can it remain abandoned for decades and no one has touched it? There must be something special about this place. Es ist ein sagenumwobener Ort und das hat unter anderem auch mit seiner Geschichte zu tun. Erbaut wurde das Haus um 1910 herum. Aber während sich die Umgebung in den vergangenen Jahrzehnten durch unzählige Bauprojekte stark verändert hat, ist das Haus noch in seinem Originalzustand. Und viele fragen sich, wie es sein kann, dass das Haus heute noch so dasteht wie vor 100 Jahren. Vielleicht wollte sich einfach niemand dem Gebäude annehmen. Und das kann damit zu tun haben, was sich in und um das Haus schon alles zugetragen hat. So when we talk about haunted stories in Hong Kong, a lot of them trace back to the Japanese occupation during World War II, where that was the most major period of occupation and hardship in the city. And it's believed that many people die because of starvation or persecution. And Wan Chai is special because it is a coastal region, which is near the pier. And so for over a century, there would be people who sail far from from Europe or even from America. They would land at Hong Kong and they would get off the pier at Wan Chai. So different entertainments have been developing in this area to cater to people who arrive in Hong Kong from afar. Der Zweite Weltkrieg und die Zeit der japanischen Besatzung war schwer für die Bevölkerung in Hongkong. Es heißt, dass viele Menschen verhungert sind oder verfolgt und ermordet wurden. Guck mal, also die Menschheit, also ganz kurz, ne, an der Stelle. Die Menschheit hat sich echt selbst gefickt. Also wirklich. Komplett. Und wenn man. Also wir haben uns einfach selbst ruiniert. Mit allen Katastrophen, die es gibt und gegeben hat und aktuell gibt und was weiß ich was und Krieg und Leid und. Und wenn dann noch jemand sagt, es gäbe keine rachesüchtigen Seelen, dann labert er einfach nur Scheiße, wirklich. Okay, zurück zu... Ich wollte einfach nur mal so sagen. Ja. Und zwar so ernst gemeint. Man muss nicht immer allem glauben oder so, weißt du, so Wahrsager-Sachen oder da bin ich auch skeptisch, aber ja, also mit allem, was grausam ist und tragisch ist, kann nur etwas... Rachesüchtiges verbunden sein, meiner Meinung nach. Also als ob jetzt, also wenn ich jetzt, Gott bewahre, ne, aber wenn ich jetzt da gelebt hätte in der Zeit und ermordet wurde, so Deutsch gerade schwierig wegen schrecklicher Sache, dann hätte ich auch alles getan, um irgendwie Rache zu nehmen als Seele. Sag ich dir ehrlich, wirklich. Okay. 100%. Würdest du auch rumgeistern? Auf jeden Fall. Würdest du auch schreien? Weiß ich nicht. Würdest du Leute gruseln? Die ganze Zeit einfach? Aus Rache? Ich glaube, ich würde einfach nur daran erinnern, dass an diesem Ort was Schreckliches passiert ist. Einfach nur dran, um daran zu erinnern, dass sowas nicht noch einmal vorkommen darf, soll. Okay. Ich glaub, deswegen das wäre dann dein Job. Ja, und ich glaube, deswegen gibt es auch Geister oder unruhige, tote Seelen. 100%. Als Erinnerung, als Warnung. Okay. Marc guckt mich gerade so an. Der guckt mich so an und so. Der macht so Hand an Stirn. Guckt so, mit welcher Person habe ich gerade hier zu tun? Nimmt jetzt einen Schluck Wasser, um klarzukommen. Nein, aber ich stelle mir so vor, dass du halt so entrüstet bist über deinen plötzlichen Abgang und es war dann bestimmt alles blöd und so. Und dann spukst du da rum und Tag ein, Tag aus gehst du immer so klopf, klopf, steppst du so über den Gang und schreist. Um die Leute zu gruseln, das ist so dein Auftrag. Gruseln und daran zu erinnern, dass sowas nicht wiederholt werden sollte. Ja, 100%. Unrealistisch, Paschat, unrealistisch. Du würdest auch sofort ins Paradies gehen und chillen. Vielleicht auch, ja. Aber Gott bewahre, ne? Mögen wir alle 3000 Jahre alt werden. Ja,
auf jeden Fall. Okay, zurück zur Namco Terrace und dem, was dort im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Wir erinnern uns, das Gebäude liegt im Stadtteil Wan Chai, ganz in der Nähe des Hafens. Und weil viele Seeleute zugegen waren, entwickelten sich dort verschiedene Unterhaltungsbetriebe. Neben Karaoke-Bars, Hotels und Nachtclubs unter anderem auch Bordelle. Brothels has been a major part of Wan Chai district for many, many years. And it's not only brothels that cater to the locals or to the Europeans, but also to Japanese as well, actually. So this area has been having a history of being a red light district and this entertainment and having a mixture of different culture and girls who are the girls of the night who are servicing their customers in the area. Auch Namco Terrace soll ein Bordell gewesen sein, eine Art Nobelbordell für hohe Offiziere und Männer mit Macht und Autorität. Aber für die Frauen war das Haus alles andere als nobel. Den Geschichten nach sollen Sexarbeiterinnen gequält und genötigt worden sein. Einige sollen sogar ihren Tod im Haus gefunden haben. And the neighbors have said that even after the World War has ended, they would hear female crying in the house when it's supposedly vacant and empty. And the shadowy sighting where people would see some like figure with long dresses, sometimes in red, moving around the house. So what people believe is that the ghosts of ladies who were trapped in this supposedly brothel and who may ultimately met their death there remain haunting at this place. And the Chinese belief is that if you die with your wishes not fulfilled or you have a regretful death, then you would not be able to go into the underworld and you would still roam around the living world and become a haunting ghost. Die Geister dieser jungen Frauen hätten das Haus nie verlassen, so heißt es. Immer wieder sollen Gestalten im Haus gesehen worden sein. Manchmal soll nachts Licht in den Fenstern flackern oder das Weinen junger Frauen zu hören sein. Denn in der chinesischen Kultur herrscht der Glaube vor, dass man nicht ins Reich der Toten einkehren kann, wenn man unerfüllte Wünsche hat oder einen tragischen Tod erleiden musste. Parshad, hast du schon mal von diesem Glauben gehört? Aber ich habe es vorhin, glaube ich, angeteasert, dass ich genau dasselbe machen würde, 100%. Das glaubst du einfach selber auch, ja, sozusagen. Ja, absolut. Ohne zu wissen, dass es auch in der chinesischen Kultur verankert ist. Ja, weil so, du hast ein Leben, du hast das Privileg, überhaupt ein Leben bekommen zu haben, weißt du? Wir wollen ja nicht vergessen, dass man einfach gewonnen hat, biologisch gesehen, ohne das jetzt ins Lächerliche zu ziehen, aber von Abermilliarden von Fischis bist du der Fisch, der die Eizelle bekommen hat und dann wurdest du, weißt du, dann entstehst du so, hör auf mich anzulächeln, ich versuche gerade ernst zu bleiben. Okay. Und dann hast du dieses Leben bekommen und dann kommt halt, bist du, und du kannst ja auch nicht aussuchen, in welcher Epoche du geboren wurdest, es ist ja alles irgendwo Zufall, weißt du? Ja. Und dann bist du da geboren und dann aber wird dir das Leben genommen. Also bin ich auch rachesüchtig wie sonst was. 100%. Ja. Viel Creepy-Potenzial auf jeden Fall. Ja. Kein Wunder also, dass die Jugendlichen an besagtem Abend auf der Suche nach Abenteuer sich für ausgerechnet dieses verlassene Bordell interessieren. Als die Gruppe in Richtung der Ship Street-Treppe aufbricht, ist zunächst alles noch normal. Sie unterhalten sich, sind guter Dinge und vor allem sind sie neugierig. Am Fuß der Treppe angekommen, fangen drei von ihnen, die Schülerinnen Cheng, Wang und Chung, an, die unzähligen Stufen in Richtung der Namco Terrace nach oben zu klettern. Die anderen bleiben erstmal am Fuße der Treppe zurück. Aber die drei jungen Frauen sind noch nicht mal beim Haupttor angekommen, da passiert etwas, mit dem sie nicht gerechnet haben. Oh, war klar. So they climb up the staircase and not even reaching the house yet, they saw a shadow. They saw something like a ghostly figure that kept waving his hand at them. Sie sehen einen Schatten über ihnen auf der Treppe und dieser Schatten, der scheint ihnen sogar zuzuwinken. They got really scared and turn around and run down the staircase until they reached the main road. Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich dachte, du sagst jetzt, die sind dann einfach weiter hoch. Danke, endlich mal eine realistische, vernünftige Aktion. Ich bin proud. Als phänomenal paranormal Amateurexpertin bin ich proud, dass einfach mal gesagt wurde, lass einfach. Stell dir mal vor, dir winkt jemand einfach so zu, so hallo, als ob du da weiter hochgehst. Ist Gott sei nicht Dank jemand. Sind die runtergelaufen, bitte?
nicht jemand, ja, ein etwas. Geisterhafter Schatten, aber ja, Paschat. Geh einfach runter, geh nach Hause, Paschat. Geh einfach nach Hause. Geh, du hast gesehen, tamam, geh nach Hause, fertig. Aber es ist zu spät. Nein. Oh, schrecklich. Das war leider zu spät. Schreckens. Also die drei Mädchen bekommen Angst, drehen sich sofort um und versuchen die Treppe so schnell wie möglich wieder hinunter zu rennen. But while the other five friends met up with them and saw that these three girls suddenly like their temper changed. Aber wieder unten angekommen, änderte sich plötzlich das Gemüt der drei Schülerinnen und obwohl sie gerade vor dem Haus geflüchtet waren, bestehen sie jetzt darauf, wieder zurückgehen zu wollen. Oh mein Gott. They seem to have lost control and they kept saying that there's something following us. There's something following us. And we had to go back up there to meet the thing. Oh. Die drei Schülerinnen verlieren dann völlig die Kontrolle, reden davon, von etwas verfolgt zu werden und sie wollen zu Namco Terrace zurückkehren. Ihre Freunde versuchen sie jetzt davon abzuhalten, wieder nach oben zu rennen. Sie wehren sich und schreien. Aber was würdest du denn jetzt tun, wenn du zu den Freunden, Freundinnen gehören würdest unten? Sie einfach festhalten, oder? Ich will, natürlich. Kapuze, Kapuzenpulli greifen oder was weiß ich, was sie anhatten, irgendwas, keine Ahnung. Einfach sagen, ey, kommt mal klar, wir gehen jetzt. Aber als ob die jetzt besessen waren, oder? Von so einem Geistwinken? Naja, auf jeden Fall passiert dann noch etwas ziemlich Unglaubliches. Kommt mit mir nach oben. Oh! Eines der Mädchen spricht jetzt in einer tiefen Männerstimme und befiehlt ihren MitschülerInnen, mit ihr zum Haus zurückzugehen. Die anderen versuchen, die drei wild gewordenen Teenager ruhig zu halten, halten ihnen die Münder zu. Aber sie scheinen plötzlich übermenschliche Kräfte entwickelt zu haben. Zum Glück trifft einen Moment später die Polizei am Ort des Geschehens ein. AnwohnerInnen hatten angenommen, dass es sich um eine Schlägerei handeln könnte und haben die Polizei gerufen. Doch selbst den Polizeibeamten gelingt es nur mit großer Mühe, die drei Mädchen unter Kontrolle zu bringen. One of them had to be held down by the policemen to stop their behavior, like getting pretty erratic. And they were like kicking and fighting, even trying to bite the policemen that tried to control them. Beißen. Sie müssen sie zu Boden drücken, festhalten. Und diese Mädchen sind wie besessen. Habe ich gerade gesagt. Ich kann nicht mehr. Das ist eine richtige Schwachstelle bei mir, ne? Also. Was denn? Mit ganz viel großem Schlucken. So besessenen Kram. So Exorzisten-Kram. So, checkst du? So. Ja. Erinnert aber mich warum? Alles. Auch die Stimme gerade. Oh, fuck. Warum ist das eine Schwachstelle bei dir? Ja, ich war damals sehr, sehr, sehr neugierig. Auf, ich dachte, so jetzt bezogen auf so Fälle. Besessen. Ja, ja, okay. Nein, ich war damals. Oh Gott, bewahre, Marc. Bitte, wir wollen Freunde bleiben. Bitte, zwing mich nicht, die Freundschaft zu kündigen, wirklich. Es ist einfach, guck mal, da gibt es auch diesen Fall von Anneliese Michel aus Aschaffenburg, dass ich überhaupt den Namen gerade ausspreche, ne? Bitte, Herr im Himmel, beschütze mich erstens. Und alle, die ich liebe und auch Marc. Und die ganze Redaktion hier auch, die sich auch damit beschäftigen muss, so, hey, what the fuck? Ja, ich habe mir halt damals auf YouTube, weil ich ja so neugierig war, mit 16, ja. What the fuck? Ich konnte auch nicht warten, bis ich volljährig wurde, ne? Ich war noch halb flüssig, habe mir da auf YouTube so Audios angehört von der ja, Frau, stimmt. Die ich gerade erwähnt habe. Ja. Weil sie war ja auch besessen, sagt man. Mhm. Und die Stimme gerade, die Audio, die du gerade abgespielt hast, mit kommt mit mir, mit dieser Männerstimme, das habe ich mir auch wirklich 15 Minuten lang angehört, freiwillig, und ich war so hypnotisiert, weil ich mir gleichzeitig erklären wollte, wie kann es sein? Wie kann sich dann eine Stimme ändern? Dann habe ich auch noch die Hintergrundgespräche oder das Beten des Pastors oder des Pfarrers gehört, der versucht hatte dann das etwas aus ihr auszutreiben, und es hat mich alles gerade super stark daran erinnert und mir ist gerade schlecht. Aber Pascha, du stehst da auch auf Bühnen und du kannst doch mit deiner Stimme umgehen. Also du weißt, wie es ist, mit seiner Stimme umzugehen. Und du weißt auch, was man mit einer Stimme alles machen kann, oder? Ja. Wie hoch, wie tief. Pack mir jetzt nicht das den Realisten möglich, hier oder? Aus. Marc, bitte. Pack mir nicht den Realistischen jetzt hier aus, wirklich. Als doch, ob, du kannst es doch nicht dabei belassen. Also ich mache es jetzt ganz bestimmt eine tiefe nicht Stimme an sich. Hm? Ich versuche es jetzt nicht ganz, also ich versuche es safe jetzt nicht. Mein Ego sagt schade. Versuch, ich sage nein. Oh Gott. Okay, schade, aber also, eine tiefe Stimme an sich ist nicht paranormal. Die Umstände machen
sowas vielleicht paranormal, aber trotzdem, guck mal, es ist auch immer noch die Möglichkeit, dass die drei Freundinnen sich oben an der Treppe einfach gesagt haben, hey, komm, wir verarschen die da unten jetzt. Ja, kann auch sein, oder? Aber wenn du anfängst, Polizisten zu beißen, come on, willst du freiwillig als Jugendliche Stress mit der Polizei? Vor allen Dingen auch nicht in Hongkong, oder? Ich glaube, okay, da ist ein Punkt. Polizisten beißen ist next level. Ja, ja, 100%, auch die übernatürlichen Kräfte. And finally, they were taken to the hospital to have a checkup on them. And it is according to the news story, it's believed that they have some sudden mental breakdown at that point. Im Anschluss werden die drei Jugendlichen also ins Krankenhaus gebracht, unter anderem um zu überprüfen, ob sie irgendwelche psychoaktiven Substanzen, Medikamente oder Drogen genommen haben. Aber die Tests sind alle negativ. Die einzige Erklärung, die bleibt: Die Mädchen hatten einen plötzlichen Nervenzusammenbruch oder eine Panikattacke. Marc, da ist gerade irgendwas an meiner Tür. Ich muss ganz kurz stoppen. Ich schwöre auf meinen Hund, den ich über alles liebe. Die Tür ist gerade einfach so kurz. Irgendwas ist hier gerade passiert im Raum. Ja, das ist eine Tür, die ist zum Aufmachen da. Was ist denn das Problem? Hier ist kein Fenster, also doch, wir haben Fenster, aber die sind alle zu. Das kann nicht sein, dass die Tür jetzt geknackst hat. Ich bin so oft hier in diesem Raum und es hat gerade so laut geknackst, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Willst du mal nachschauen? Nee, ich habe gelernt. Nein. Ich will einfach jetzt hier sitzen und hör einfach weiter zu. Okay. Ich wollte nicht unterbrechen, ich wollte nur kurz mal sagen, was hier gerade passiert ist. Okay. Okay, was hältst du denn von der Erklärung? Eine gemeinsame Panikattacke, also eine Mischung aus Panikattacke und Mittelläufereffekt. Nicht deine Tür, die drei Girls in der Story. Ja, das ist gerade so creepy alles, ich habe Gänsehaut. Ah, ich fühle mich gerade so ein bisschen leicht beobachtet von hinten. Ah, ich kann nicht. Ja, das ist keine Panikattacke gewesen, ich bin da raus. Ich bin da wirklich, also warum? Wenn ich jetzt auch selber versuchen würde, mir Sachen zu erklären und realistisch zu bleiben, würde ich mir selber nicht glauben. Das ist nett, es ist nett so. Ganz fettes N-E-D, nett. Nett war. So this become one of the most retold haunted story. Where we have the stories about the students, we have the report from the reporter, and that adds to the mystery around this Namco Terrace. Wir sind auf jeden Fall nicht die einzigen Menschen, die darüber rätseln, was da passiert sein könnte. Olivia Tang sagt, die Geschichte der Jugendlichen ist eine der am häufigst wiederholten Spukgeschichten überhaupt. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum es verschiedene Versionen der Geschichte gibt. In einigen Varianten heißt es zum Beispiel, die Jugendlichen hätten die Nacht in dem verlassenen Haus verbringen wollen und hätten sich dafür in einen der Räume niedergelassen. Dann hätten sie begonnen, eine Art Ouija-Board-Session zu machen. Oh Gott. Eine Seance. Wobei diese Sitzungen in China etwas anders ablaufen als hier im Westen. It's called Butsin. It's the spirit of the pen. And it's one where you have a piece of paper and you have a bunch of friends. There's a pen, a special pen, and you all hold onto this pen and then you start moving. And it's there some mysterious force that will drive the pen and then it's going to tell you some information and pass on a message through the writing. Statt einem Ouija-Brett, auf dem das Alphabet sowie Ziffern und die Wörter Ja und Nein abgebildet sind, gibt's dort also einen speziellen Stift. Diesen hält man fest und durch eine mysteriöse Kraft soll er sich bewegen und Nachrichten oder Antworten aufs Papier bringen. Pascha, hast du Bock? Wollen wir mal machen? Nein, bitte. Bitte, ich habe so eine Panik vor so etwas. Warum? Ich weiß noch, ja, meine Mädels wollten damals mit mir auch schon mal dieses Ouija-Board-Ding machen. Ich habe gesagt, ey Leute, alles Liebe an euch und eure Familien, ich bin raus. Die haben es dann gemacht ohne mich. Ich bin abgezogen. Ich kann das nicht. Wirklich? Nein. Pascha, ich will doch nicht sowas anziehen, freiwillig. Natürlich, weil ich auch riesen Respekt davor habe. Eine wahnsinnige Angst verbunden mit Respekt. Natürlich. Pascha, wir müssen das machen. Na, jetzt hör mir auf, Marc. Wir müssen das machen. Nein, das wird unserer Freundschaft nicht gut tun. Wirklich. Du kannst aussuchen, ob wir ein westliches Ouija-Board nehmen oder einen chinesischen Power-Pan. Ich gebe dir 5 Euro. Wenn du... Was? Soll ich das alleine machen jetzt? Wenn du dahin fliegst und das da machst. Wollen wir 5 Euro, schon crazy. Super, ich bin dabei. Gib mir deine IBAN. Ich mach's mal. Genau. Ruf dein FaceTime an, wenn du kannst, wenn du überhaupt eine Verbindung hast. Das ist bestimmt auch nur E. Wetten, das 100% nur E. Stell mir gerade vor, wie du da sitzt, gell?
das alleine machst für dich. Und mich anrufst und sagst, wo sind meine 5 Euro? Ist nichts rausgekommen. Wo sind die 5 Euro? Hast du schon mal sowas gemacht? So Board-Sachen? Nein. So? Ja, okay. Bitte mach's auch nicht, bitte. Nee, guck mich auch nicht so an. Mach's bitte einfach nicht. Ich denke auch so, okay, du gehst in so ein altes, verlassenes Haus, wo es angeblich spukt, nachts und setzt dich dahin mit deinen Freundinnen und machst dann halt so ein Ouija-Board oder halt das mit dem Stift. Ja, natürlich kommt da irgendwas, weil alle wollen ja was sehen und was merken, oder? Und sobald ein einfach, Mensch von denen. Ich lieb's einfach, wie du sagst, wollen. Ich glaube, also, kann sein. Ja, ich glaube, da wird auch schon bestimmt unzählige Male gemogelt bei so Ouija-Board oder anderen Spielgeschichten, aber. Mach es halt einfach nicht. Geh einfach nicht dahin. Weil dann fängst du ja auch an, daran zu glauben, wenn dich dann jemand verarscht hat, ohne dass du es weißt, weißt du? Ja. Und was für eine panische Angst lebst du dann danach? Die ganzen Tage, Wochen, Jahre danach, hä? Also laut der alternativen Version der Geschichte fingen die Mädchen während der Seance an, Schatten zu sehen und sich seltsam zu verhalten. Die Gruppe sei dann aus Angst aus dem Haus geflohen, wobei die drei Mädchen, kaum waren sie wieder am Tor angekommen, darauf bestanden, zurück ins Haus zu gehen. Also da gleichen sich alle Versionen. In anderen Versionen geht die Geschichte sogar noch weiter. So heißt es teilweise auch, dass noch weitere unerklärliche Vorkommnisse passierten, nachdem die Mädchen in die psychiatrische Klinik kamen. Ach du Scheiße. Und eine der drei jungen Frauen soll noch während des Klinikaufenthalts verschwunden sein. Ach du Scheiße. Und ihre Mutter habe auf ihrem Bett nur noch einen Zettel gefunden, auf dem stand: Geh zurück. Angeblich wurde intensiv nach ihr gesucht, aber sie wurde nie gefunden. Oh Gott. Was auch immer wirklich geschah. All diese Varianten der Geschichte tragen nur zum Mysterium um Namku Terrace bei. Denn das Haus mit den roten Ziegeln ist nicht der einzige Ort in Hongkong, an dem es spuken soll. There are many haunted sites in Hong Kong, indeed, as we are a culture that believes that human beings, ghosts and gods coexist. And they can travel within each other's realm and visit each other. We have Ghost Festival. We also worship our ancestors on a regular basis. So it's like ghost is part of our life and culture. Ganz kurz, ja. Mark. Nein, sag. Mark. Wie kann ein Mensch einfach so verschwinden in China? Überleg mal. Das kann nicht sein. Warum? Das geht nicht. Es geht nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass in China, in Hongkong, mit all der Intelligenz, Systeme, bla 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 bla, dass da einfach ein, ja genau, dass da einfach ein Mensch verschwinden kann. Wir reden wirklich von verschwinden und niemals wiedergefunden werden kann. Unmöglich. Deswegen bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, an dem ich sage, es ist zu 1 Milliarde % paranormal. Kannst mich nicht anders überzeugen heute, es geht nicht. Hm. Okay. Ja, ich habe einmal ein Okay. Okay, Punkt. Dann ist es wohl paranormal. Auf jeden Fall eine phänomenale Geschichte. Lass es wohl weg, ich raste aus. Sorry, mach weiter, sorry. Also, ein anderes Haunted House, das angeblich auch schon junge Frauen in den Wahnsinn getrieben hat, ist die Tat Tak School. Ein altes, verlassenes Schulgebäude im Stadtteil Pingshang in Hongkong. Ein großer Bau aus grauem Beton mit geraden Linien und Graffiti. Zwischen den Betonplatten sprießt grünes Unkraut, das einzig Lebende, was an diesem Ort noch zu finden ist. Und dass es so verlassen und gefürchtet dasteht, hat seine Gründe. Einer dieser Gründe ist die Geschichte der ehemaligen Direktorin der Tat Tak School. Der Legende nach wurde sie vergewaltigt. Aus Verzweiflung, Trauer und Wut beging sie anschließend Selbstmord. In ein rotes Kleid gehüllt, erhängte sie sich in der Schule, dem Ort, an dem sie so viel Zeit verbracht hatte. Es ist ihr Geist, der bis heute die langen Gänge der Grundschule heimsuchen soll. Und wie auch bei Namco Terrace gibt es auch bei der Tat Tak School immer wieder junge Menschen, die sich auf der Suche nach Nervenkitzel auf ihre Spuren begeben. So auch im Jahr 2011, als eine Gruppe von 12 jungen Mädchen in das verlassene Schulgebäude eindrang. Sie sind aufgeregt. Mit jedem Schritt weiter ins Schulgebäude steigt ihre Anspannung. Und dann hören sie plötzlich ein Flüstern. Und sie sehen sich um, fragen sich, woher die verarbeitete Stimme kommt. Dann
sehen einige der Mädchen plötzlich eine Frau durch eines der glaslosen Fenster. Eine Frau im roten Kleid. Doch bevor sie reagieren können, ist die Gestalt schon wieder verschwunden. Dann hören sie das mysteriöse Flüstern wieder. Ein roter Schatten schnellt im Augenwinkel an ihnen vorbei. Oh, Mark! Daraufhin verlieren drei der Mädchen völlig die Kontrolle. Sie werden hysterisch, schlagen um sich und versuchen sogar ihre Freundinnen zu beißen. Eines der Mädchen fängt an, sich selbst zu würgen. Ein anderes fällt zu Boden und sagt, sie habe Visionen. Visionen von Menschen, die qualvoll sterben. Auch diese drei Mädchen werden ins Krankenhaus eingeliefert. Dort ist die Rede davon, dass die Mädchen aufgrund akuter psychischer Erkrankungen Halluzinationen gehabt hätten. Aber auch wenn andere gruselige Orte und Spukhäuser in Hongkong existieren, Namco Terrace ist und bleibt etwas ganz Besonderes. Laut Olivia Tang war Namco Terrace für Hongkong und China schon immer ungewöhnlich. Some of the rare photos that we have seen on the internet of the interior of the building, some of the rooms are painted red, which is very rare. Because in the Chinese culture, we wouldn't paint a whole room red, which is seen as not a lucky color. Die wenigen Fotos, die es vom Innern des Gebäudes gibt, zeigen, dass manche Zimmer komplett rot gestrichen sind. Und das ist extrem ungewöhnlich, denn in der chinesischen Kultur ist Rot eher eine Unglücksfarbe. Würdest du eine Wand rot streichen? Rot ist meine Lieblingsfarbe. Wirklich? Ja. Oh, hast du rote Wände? Nee, aber ich trage gern roten Lippenstift. Oh. Also sehr, sehr gern. Ich fühle mich so leer. Ich fühle mich gerade so leer, ne? Tschüss. Oh nein, das tut mir leid. Ja, natürlich tut es dir nicht leid. Ich finde es ein bisschen witzig. Ich kenne dich doch. Also wer für die rote Farbe an den Wänden verantwortlich ist, konnten wir nicht herausfinden. Klar ist aber, das Haus hat im belebten Zustand eigentlich nur zwei Phasen erlebt. Namco Terrace wurde in den 1910er Jahren von einem Geschäftsmann namens Toshu Man erbaut. Toshu Man war einer der frühen Manager eines der größten Kaufhäuser Hongkongs, das es sogar heute noch gibt. And with the wealth that he was able to gather, he bought this piece of land halfway up the hill in Wanchai. Als Geschäftsmann konnte sich Toshu Man ein Haus im Wanchai-Viertel leisten. Damals eine reiche Nachbarschaft, die nicht viel mit dem Wanchai von heute, mit seinen hohen Gebäuden und Baustellen zu tun hat. Die Gegend erinnerte damals eher an eine europäische Stadt. Eine wohlhabende Gegend mit prachtvollen Villen. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Familie musste das Haus verlassen, aber es wird davon ausgegangen, dass die darauffolgende japanische Besatzung durchaus wusste, was sie mit der eleganten Villa anstellen sollte. It is deduced that during World War, when Japanese occupied Hong Kong, Namco Terrace being such a beautiful, elegant mansion, that it would be a special place where the Japanese would take over it and either serve as the senior military officials residence, or it could be even a entertainment house, aka a higher level of brothel for more special guests, VIPs of the Japanese community. Olivia Tang sagt, die Villa wurde entweder als Anwesen für hochrangige japanische Militäroffiziere genutzt oder als gehobenes Bordell. And after the war, it is said that To came back to the mansion and soon afterward died. Pass away in this house with no known cause, or maybe more correctly state, we don't have a record of why he died, but he passed away. And the family held ownership of the mansion until late 1980s, but pretty much like ever since then, the house has been abandoned and left vacant. Nach dem Krieg, so Olivia Tang, sei der ursprüngliche Besitzer ins Haus zurückgekehrt. Allerdings sei er kurze Zeit später im Haus verstorben. Die Villa war trotzdem bis in die späten 80er Jahre noch im Familienbesitz der Toes. Dann wurde sie an eine Bauentwicklungsfirma verkauft. Trotzdem steht das Haus seitdem leer. Niemand scheint sich an das Gebäude heranzutrauen, obwohl es auf extrem teurem Boden steht. Ob es mit den Geistern im Haus zu tun hat? Olivia Tang hat auch erzählt, dass Namco Terrace vielleicht eine Hochzeitslocation werden soll. Was? Pascha, du würdest bestimmt als allererster da heiraten wollen, oder? Nein, abreißen. Hä? Ja, einfach abreißen. Leute, reißt doch endlich einfach mal Gebäude ab, bei denen so Sachen passieren. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, was danach passiert, um ehrlich zu sein, weil ich habe noch nie so einen Fall mitbekommen. Oder es gibt überhaupt keinen Fall, der so beschreibt oder bei dem so eine Sache passiert ist, von wegen, wir reißen es ab und die Geister, die darin geruht haben, entweder friedlich oder rachesüchtig,
sind danach noch mehr ausgerastet oder keine Ahnung was, oder konnten endlich Ruhe finden. Ich weiß es ja nicht, weißt du, sowas haben wir auch noch nie besprochen. Ich glaube, sowas ist auch gar nicht bekannt, was danach passiert. Aber reiß doch einfach ab. Was für Hochzeitssaal. Sag mal, wird das 100% so ein Hochzeit? Ich bin so sauer gerade, wow. Parshad, ich sehe die Marktlücke. Abrissunternehmen Parshad und Söhne oder so? Ey, ja, aber ich, also nicht in meinem Namen. Ich will da raus sein. Ich supporte jeden so ein bisschen so finanziell, wenn es meinetwegen auch eine Aktie wird oder so. Keine Ahnung, aber come on, also nicht mit meinem Namen. Ja, wieso? Das wäre doch cool. Da hättest du so einen fetten Laster mit so einer Abrissbirne, so einen, weißt du, so einen Kran, mit so einer Abrisskugel, da würdest du mit so Spukhäusern fahren. Ich hätte noch schlaflose Nächte wegen irgendwelchen Geistern, die mich dann jagen würden. So von wegen, nein, warum hast du tust uns doch unser was Gutes. Territorium weggenommen. Ja, für die Menschheit, aber nicht für mich. Okay, schade. Oh Gott. Bevor ich nicht irgendwie so ein Dings werde, so ein Will Smith, der so Sachen vergessen kann mit so einem Licht, mache ich das nicht. 100% nicht. Ich bin vorhin geblieben wegen dieser UFO-Folge an Will Smith. Ich muss immer noch lachen für die Lieben, die für alle, die da draußen noch nicht die UFO-Folge gehört haben. Ich muss so lachen über diese 6-mal Will Smith in der Schüssel. Grüße gehen raus an Barney und Betty. Nein, keine Grüße gehen daraus, auf gar keinen Fall. Wir wollen nicht mit so Menschen zu tun haben, die irgendwelche paranormalen Sachen erlebt haben. Marc, wir beschäftigen uns, wie gesagt, schon freizeitlich sehr viel mit so Sachen. Wir müssen jetzt nicht noch mit Leuten so chillen. Muss nicht sein. Okay. Also in Hongkong sind viele Menschen wie du und glauben an Geister und dass sie unter uns sind. So auch Olivia Tang. Ja. I believe there are some spirits that live there. Yeah. Just like I believe that if there's anything older, like and have history and have memories, then probably there's some figment of the past that still remain in there. Like the Japanese, the spirit of the land, the spirit of the like object, like that do roam around us. Like I do believe that. Aber Geister können ja nicht nur negativ sein. Sie könnten zum Beispiel auch eine Verbindung mit unseren Vorfahren sein. And I do hope like my ancestors sometime come back to the human world to visit us to see what we are doing. So ghosts is not something I don't believe in. And hence, I do believe with a mention of such history and many legends that it is possible that there is something there. Weißt du, was ich mal geschenkt bekommen habe? Von meiner japanischen besten Freundin, die ich ja in Japan kennengelernt habe, random in einem Adidas-Store. Wir sind ja bis heute befreundet, seit einem Jahr schon. Sie hat mir, als ich das letzte Mal in Japan war, hat sie mir so ein bestimmtes Salz geschenkt. Ich habe sie gefragt, was ist das? Sie meinte, falls du das Gefühl hast, dass du besessen wirst oder dass irgendwas sich dir annähern möchte, dann streu es über dich. Ich habe sie gefragt, glauben echt so viele daran? Sie meinte, ja. Parshad, ich habe es verloren. Parshad, hast du nur so Freunde, die eigentlich Ouija-Board-Session machen oder nein, Salz schenken, falls du besessen bist? Nein. Ich glaube, das ist einfach so ein riesiger Teil der Kultur. Okay. Ich glaube, man, also ohne jetzt eine Expertise parat zu haben oder sich damit schon beschäftigt zu haben, aber so vom Hören sagen, als ich auch allein nur in Japan war, habe ich gecheckt, dass so dass tote Seelen oder halt Seelen nach dem Tod da schon echt einen großen Platz haben in der Kultur und vor allem auch im Alltag der Menschen. Einiger Menschen, nicht von allen natürlich, ne? Aber meine Freundin Miyun, die meinte, ich habe dieses Salz auch. Und das Salz hat, glaube ich, ihre Oma ihr geschenkt. Oder es ist ein riesiger Teil. Ich finde das total faszinierend. Und man ich darf das auch gar vorgenommen. Nicht essen? Nee, sie meinte auf gar keinen Fall essen. Es ist nicht zum Essen, es ist einfach nur zum Drüberstreuen. Über dich. Ja, falls ich das Gefühl habe, dass ich den Verstand verliere, besessen werde oder das Gefühl habe, dass mich etwas verfolgt oder ja, ich hatte es sehr, sehr lange einfach in meiner Handtasche. Ich habe es nicht mehr gesehen, sehr lange, fällt mir gerade auf. Ich habe es einfach verloren. Das sagen ist so. Nicht gut, Parshad, du brauchst hör dein jetzt Salz. Auf, weil ey, hör jetzt wenn auf, dann ein hör Dämon jetzt. Kommt, wenn ein böser auf. Dämon kommt Gott bewahre, Gott und bewahre. Dich also Besitz von dir ergreifen möchte, dann würde er sagen, ich find's echt, Salz. Nee, ich finde es aber echt crazy. Also ich finde es einerseits total faszinierend, andererseits glaube ich, würde ich jetzt versuchen, mich da nicht allzu sehr reinzusteigern das nächste Mal, wenn ich so Sachen erzählt bekomme in Japan, in Tokio. Oder vielleicht hier in diesem Podcast. Ja, ja. Wobei, hier mag ich es eigentlich, wenn du dich reinsteigerst. Also bitte nicht aufhören. Mir ist einfach schlecht gerade. Weißt du das? Mir ist einfach wirklich sehr übel.
Mach du hast sehr Tee viele Erinnerungen geweckt in mir mit dir, mit der Geschichte heute. Parshad, es wird alles gut. Es ist nichts passiert mit der Tür. Deine Freundin aus Japan schickt dir einfach neues Salz. Wir fahren nicht nach Hongkong, wir gehen nicht die Treppe hoch, wir werden auch nicht verfolgt von einem Schatten, auch nicht für 5 Euro. Wir lernen einfach aus diesen Geschichten und wir ziehen einfach daraus, dass wir solche dummen Aktionen nicht selber machen. Dann haben wir wenigstens was davon, oder? Und wir warten gespannt, welcher Mensch der erste mutige Mensch sein wird auf diesem Planeten, der so eine Haunted Geisterabrissfirma gründet. Das stimmt. Marc, und investieren dann in die Person, in die Firma auch natürlich, ne? Ja, fertig. Okay. Bitte schickt uns weiterhin eure Stories und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, her damit an Parshad per DM oder an paranormal@bosepark.com. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Marc. Danke. Für nichts? Ich finde, unsere Freundschaft hat heute zu 10% abgenommen. Ist doch keine Aktie, Alter. Nein, HDGDL. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Freitag. Wir küssen eure paranormalen Herzen. Ein Mädchen, das durch sein Schlafzimmer schwebt. Gegenstände, die sich auf unerklärliche Weise bewegen. Klopfgeräusche, die kein Ende nehmen. Ein Jahr lang versetzen diese und weitere unerklärliche Phänomene die BewohnerInnen des Hauses in der Greenfield Street in Angst und Schrecken. Was sich in dem kleinen Haus in Nord-London zugetragen hat, erzählt Marc Augustat euch und Parshad in der nächsten Folge. Phänomenal Paranormal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Hosts Parshad und Marc Augustat. Skript Ilona Toller. Redaktion Julia Ilan und Katharina Fräbel. Sound und Schnitt Alexander van Bargen. Projektleitung Madeline Petri. ProducerInnen Juliane Rinne, Sue Holder und Chris Guse.